Redcoon hier auf der IFA 2014 und wir schauen uns hier die neue Samsung Gear S an. Das ist die neueste Smartwatch von Samsung und auch die erste, die Standalone funktioniert, denn hier könnt ihr auf der Rückseite eine SIM-Karte einsetzen und schon kann sich die Smartwatch einfach direkt die Informationen selber aus dem Internet holen, ohne mit einem Smartphone hier dem Galaxy Note 4 verbunden sein zu müssen. Hier seht ihr die verschiedenen Apps. Als Betriebssystem kommt hier Tizen zum Einsatz. Wir haben einen Dual-Core, 1 GHz Prozessor mit 512 MB RAM, 4 GB internen Speicher für die Daten und das Display ist eine Besonderheit, ist nämlich curved, 2 Zoll Diagonale und eine Auflösung von 360x480 Pixel und ist ein Super AMOLED. Hier seht ihr eines der Watchfaces und zwar mit, sieht ein bisschen aus wie eine Automatikuhr, also macht schon optisch was her. Wir haben hier von der Konnektivität WLAN 20811, BGN, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.1, um es dann doch mit einem Smartphone zu verbinden und natürlich auch USB 2.0. Ihr seht hier die einzelnen Widgets, beispielsweise das Fitness-Widget oder den News-Widget. Macht einen sehr guten Eindruck, sehr flüssig und dieses Display wirkt schon sehr futuristisch und sehr cool, sage ich mal. Hier seht ihr es auch nochmal neben einer herkömmlichen Armbanduhr. Ihr seht, schon sehr viel größer, aber es gibt auch Leute, die das mögen, also wieso nicht? Es hat ein Silikonarmband, vielleicht wäre hier für manche ein Leder- oder Metallarmband schöner gewesen, aber es geht halt nun mal nicht anders. Wir haben hier wie beim Galaxy S5 oder jetzt auch dem Note 4 einen Herzschlagsensor und hierüber wird die Uhr dann aufgeladen. Ist natürlich ein ideales Sportgadget, um direkt hier mit Fitness-Apps weiterzuarbeiten oder beispielsweise die S-Health-App, da wir ja hier einen Schrittzähler haben und auch den Herzschlagsensor. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist die neue Samsung Gear S, die hier auf der IFA 2014 vorgestellt wurde.